13. Dezember 2021, 14 Uhr. Patrick Martin, Sie sind Sprecher der Landespolizeidirektion Thüringen und hatten ein einsatzreiches Wochenende in Bezug auf die Versammlungslage. Samstag, Sonntag hatten wir eine Vielzahl von, ich sag mal, in der Gesamtzahl über 20 Versammlungen, die hier stattgefunden haben, unter dem Deckmantel der sogenannten Hygienespaziergänge. Dabei waren die größten Versammlungen am Samstag in Gera und danach am Samstagabend in Greiz. Hinzu kam dann noch ein nicht genehmigter Aufzug in Bad Liebenstein mit um die 300 Teilnehmern. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt lag im Bereich Ostthüringen, Gera und Greiz, wo sich in Greiz dann ca. 1000 Personen versammelt haben am Sonnabend. Und die Versammlungen, die hier zeitgleich vormittags in Erfurt angemeldet waren am Samstag, waren mit relativ geringen Teilnehmerzahlen. Trotz alledem war es ein extrem herausforderndes Wochenende für die Thüringer Polizei, weil wir uns natürlich an vielen Orten aufstellen mussten. Häufig ist es ja auch so, dass diese Versammlungen nicht angemeldet werden, sodass man auch angewiesen ist, eigene Aufklärung in den sozialen Medien vorzunehmen, dort zu schauen, wo könnte sich was herauskristallisieren. Aber das ist natürlich ein Stück weit immer auch ins Nebel geguckt. So genau wird das natürlich dort auch nicht dargestellt, wo dann die Versammlungen stattfinden. Insbesondere lassen sich Teilnehmerzahlen schlecht abschätzen, die dann natürlich für die Beurteilung der Anzahl der zu entsendenden Einsatzkräfte wichtig wären. Ja, wir haben festgestellt, dass die Versammlungslagen in Gera am Vormittag, am Sonnabend relativ problemfrei verliefen. Dort wurden auch Versammlungsleiter angesprochen, wurden die Versammlungen, da das auch eine Vielzahl von Personen waren, geteilt, so dass mehrere Versammlungen zeitgleich stattfanden, die aber dann unter Abstandsregelung mit Maskentragegebot und auch mit Abstand zu den einzelnen Versammlungslagen so stattfinden konnten, dass die höchst zulässige Personenanzahl nicht überschritten wurde. Völlig anders sah es natürlich dann in Bad Liebenstein aus, wo sich ein illegaler Aufzug gefunden hat, wo dann um die 300 Personen durch Bad Liebenstein gelaufen sind. Dort konnte es allerdings den eingesetzten Kollegen gelingen, dort eine Vielzahl von Personen zu identifizieren, die dann auch Anzeigen bekommen werden. Und das wird für die jeweiligen Personen, die dort identifiziert werden konnten, auch eine relativ teure Geschichte werden. Der Bußgeldrahmen reicht von 300 bis 1500 Euro. Und bei einer Größe solcher Veranstaltungen wird der natürlich dann auch ausgereizt werden. Ja, dann am Abend in Greiz haben sich dann so ab 19 Uhr beginnend bis in der Spitze 1000 Personen in mehreren Aufzügen gefunden, die einen großen Aufzug durch die Stadt machen wollten. Das konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte verhindert werden. Es wurden dort auch mit Polizeikette bestimmte Bereiche der Innenstadt Greiz abgesperrt und beim Auflaufen auf eine solche Polizeiabsperrung kam es dort auch zu Angriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten, sodass diese dann auch Pfefferspray einsetzen mussten, um die Lage vor Ort zu bereinigen. Auch ein Wasserwerfer musste auffahren, um dann die Personen letztlich zerstreuen zu können. Das Ganze dauerte sehr lange, endete aber dann damit, dass wir da auch weit über 100 Anzeigen gefertigt haben gegen die Personen, die dort identifiziert wurden und sich auf eine Forderung der Polizei nicht entfernt haben. Wissen Sie ungefähr? Bedauerlich ist, dass eine Anzahl von 14 Polizeibeamten dabei verletzt wurden. Es war zu verzeichnen, dass dort Angriffe auf die Polizei mit Pyrotechnik und Böllern erfolgten. Größtenteils auch illegales Material, was an sich hier gar nicht abgebrannt und gezündet werden können, womit wir auch Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz hätten. Wissen Sie zufällig, wie viele Menschen in Gera sich versammelt haben am Wochenende? Das war eine Zahl so um die 300. Und in Greiz, da hatten Sie einen Wasserwerfer aufgefahren. Hat der auch Wasser laufen lassen? Nein, letztendlich kam es dazu dann nicht mehr, weil das dann ausgereicht hat, ihn vorrücken zu lassen, sodass also dort kein Wasser abgegeben wurde. Was haben Sie für Erkenntnisse über verletzte Polizeibeamte? Also wir haben insgesamt 14 verletzte Kollegen. Davon mussten auch mindestens zwei, soweit ich das jetzt überblicken kann, im Krankenhaus behandelt werden. Sind aber alle, denke ich, leicht verletzt. Nun gab es schon in den vergangenen Wochen Versammlungen in Gera, Greiz und Bad Lobenstein. Hatte das an diesem Wochenende eine neue Qualität oder Quantität? Waren das diesmal mehr Personen als in den vergangenen Wochen?
und war auch die Höhe der verletzten Polizeibeamten höher als in den vergangenen Wochen? Verletzte Polizeibeamte hatten wir am Wochenende davor in Eisenach schon allein 6. Das heißt also, die Anzahl der verletzten Kollegen bleibt ungefähr auf einem Niveau. Diesmal für diesen einen Ort in Greiz ist das natürlich eine sehr hohe Anzahl mit 14. Das ist schon eine neue Qualität, wenn man sieht, wie da auf die Kollegen auch eingegangen wird. Trotz alledem muss man auch sagen, wir haben in Greiz feststellen können, dass dort sehr viele Zugereiste waren, dass dort Personen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt waren. Und ich sage es ganz klipp und klar, der normale Greizer, der dort wohl spazieren gehen will, sollte sich genau angucken, mit wem er da Schulter an Schulter marschiert. Die Losungen und auch das, was man dort so als Bekleidung trägt, sind eindeutig und weisen auf die rechtsextreme Gesinnung derjenigen hin, die da gekommen sind. Ja, in diese Richtung gehen ja auch Aussagen des Innenministers von Thüringen und des Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen. Können Sie da noch etwas mehr sagen aus polizeilicher Erkenntnis zu den Rechtsextremisten, die dort mit unterwegs sind? Ja, das sind unter anderem Kräfte, die sich Freie Sachsen nennen. Man erkennt sie relativ gut. Jeder von denen hat einen Aufnäher mit dem aufrecht stehenden Schwert drauf. Und da sollte man sich als, sagen wir mal, relativ normaler Bürger überlegen, ob man mit solchen dann Seite an Seite marschieren will. Ja, die sind ja auch bekannt für ihre rechtsextremistische Gesinnung, die Freien Sachsen, und die sind dann tatsächlich auch in Thüringen auf der Straße. Die sind in Kreis mit dabei gewesen, jawohl, in relativ großer Zahl sogar. Ist es denn so, dass die Polizeibeamten noch mit ihrer verhältnismäßigen Einsatztaktik da für Ruhe und Ordnung sorgen können? Ich meine, sie hatten dann letztendlich noch den Wasserwerfer aufgefahren, der musste dann nicht eingesetzt werden, aber ist es möglich, halt mit den relativ normalen, gemäßigten polizeilichen Maßnahmen da noch zurechtzukommen? Ja, bis jetzt ja. Und es handelt sich ja auch, wenn ich da richtig informiert bin, vorwiegend um Ordnungswidrigkeitssachen. Das können durchaus auch Straftaten sein. Das Versammlungsgesetz gibt da auch die Möglichkeit, dass da bestimmte Vergehen als Straftat gewertet werden. Und den Angriff auf Polizeibeamte oder Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte sind natürlich trotzdem Straftaten. Genau, nur wenn es jetzt natürlich rein um das sich friedlich versammeln gehen würde, dann würde man wahrscheinlich von Ordnungswidrigkeiten ausgehen, ne? Noch eine Frage zu den eingesetzten Polizeibeamten. Können Sie ungefähr sagen, wie viele Beamte Sie am Samstag im Einsatz hatten? Wir hatten mehrere Hundertschaften im Einsatz, sind also die Thüringer Hundertschaften der Bereitschaftspolizei und der geschlossenen Einheiten der Landespolizeiinspektion sind verstärkt worden durch Hundertschaften aus Sachsen und von der Bundespolizei. Haben Sie schon eine Aussicht auf kommendes Wochenende? Erwarten Sie wieder Versammlungen? So wie sich das derzeit abzeichnet, gehen wir davon aus, dass es A heute und dann auch am kommenden Wochenende wieder in eine Vielzahl von Versammlungen im Netz kursieren. Wie weit die dann tatsächlich stattfinden, wird man sehen müssen. Aber wir bereiten uns in jedem Fall darauf vor. Es gab ja auch zumindest in Bezug auf Sachsen mal Kritik an der Polizei, dass die wohl eine Demo gar nicht bemerkt hätte. Wie ist es denn bei der Polizei Thüringen? Schauen Sie sich Einschläge, Ankündigungen auch auf Telegram-Kanälen an, um Bescheid zu wissen, wo sich was entwickeln könnte? Ja, natürlich. Das tun wir und wir versuchen dann auch an jedem ausgemachten Ort präsent zu sein, wobei das bei der Vielzahl von Versammlungen natürlich auch immer ein Stück weit schwierig ist. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Auskünfte. Kein Problem, bis denn dann.